Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Mini-Guide über den Furorkrieger zum Patch 7.25. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wir haben einen neuen Patch, und da dachte ich mir, ich aktualisiere den Furorkrieger-Guide nochmal. Sorry, dass das so spät kommt, aber ich hatte so wenig Zeit, deswegen kann ich das erst jetzt machen. Und ja, wir werden das wie bei dem anderen Guide machen. Wir werden gucken kurz, was sich so verändert hat mit 7.25 und grob mal die Talente überfliegen und dann schauen wir uns die Legendaries an. Da sind ja einige neue dazugekommen und dann schauen wir uns die Stats an und zu guter Letzt zeige ich euch dann noch was über die Rote. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten mal. Wir starten da erstmal mit mir. Also ich bin auch noch nicht so weit mit dem Krieger, da seht ihr meine Stats, also 867. Aber ich hoffe dann jetzt, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich dann zum Grab mal, die jetzt offen ist, irgendwie noch ein bisschen höher komme. Aber so viel zu mir. Schauen wir uns die Talente an. Bei den Talenten hat sich nicht so viel getan. Also bei 15 ist es immer noch endlose Wut, die wir nehmen. Und bei den 30ern nehmen wir auf jeden Fall doppelt hält besser. Und ja, Sturmblitz und Schockwelle immer noch zu schwach. Und bei den 45er ist immer noch Avatar ganz weit vorne. Also Avatar ist einfach nicht zu übertreffen bei den 45ern. Bei den 60ern, Leute, nehmen wir auf jeden Fall Riesenschritte. Da haben wir halt nochmal eine Chance. Also die Abwägungszeit von Riesensprung, heldenhafter Sprung ist reduziert. Und kriegen wir nochmal Laufgeschwindigkeitserhöhung. Also das ist nicht schlecht. Es hat sich eigentlich nicht viel getan im Talentbaum. Gut, schon der Berserker immer noch das Stärkste. Wir spielen immer noch so den Krieger. Und innere Wut bei den 90ern. Also, ich kann es euch sagen, es hat sich nicht viel getan. Bei dem Talentbaum Waghalsigkeit. Das bleibt alles noch. Und was sich so generell mit dem Krieger verändert hat, das ist, dass der Furorkrieger jetzt der jegliche Schaden um 5 5% erhöht wurde. Also ich fand den Furorkrieger schon vor dem Patch 7.25 stark und jetzt ist er nochmal um 5% stärker. Und Raserei hält jetzt 15 Sekunden länger an anstatt 10. Also alles ein bisschen verstärkt. Und Dampfwalze, das ist der Artefaktbonus, hält jetzt 8 Sekunden länger an anstatt 6. Und Dampfwalze kann jetzt aktiviert werden, wenn das Ziel durch einen Angriff in der Schildhand getötet wurde. Also es ist nur Verstärkungen. Es sind zwar kleinere, aber die stärkste Veränderung ist halt, dass man 5% mehr Schaden verursacht, also der jegliche Schaden. Und jetzt sollte der Furorkrieger auch ganz, 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 ganz weit oben sein beim Damage Meter. Also jetzt sowieso. Gut, also bei den Legendaries schauen wir uns die mal jetzt an. Und bei denen, vorher war das ja so, dass wir Kopf gebraucht haben und den Umhang, um den maximalen DPS rauszuholen. Jetzt ist das aber so. Jetzt haben wir hier neuen Ring und Seele des Schlachtenfürsten. Es ist, dass wir halt Massaker. Nur ganz kurz gucken, noch mal, was das, welcher das war. Ja, Massaker ist das beim Furorkrieger. Bei den 75er kann man dann halt noch Massaker nennen, wenn man Seele des Schlachtenfürsten hat. Und das würde richtig schön werden, wenn ich das hätte, Leute. Da haben wir halt die Chance. Ich lese das mal vor, was das macht. Kritische Treffer von Hinrichten verringern die Wutkosten eures nächsten Einsatzes von Toben um 100%. Das bedeutet, wenn wir mit Hinrichten kritten, haben wir kostenlos Toben. Das ist nicht sehr schlecht, Leute. Wir müssen dann halt nur aufpassen, weil wir mit 100 Wut immer spielen. Wir müssen dann wieder die 100 Wut erreichen, dass wir dann Wut schon mit der Berserkammer haben. Diesen Ring finde ich auch ganz schön. Das ist eure Angriff haben eine Chance, dass euer nächster Einsatz von Hinrichten kein Gut kostet und gegen jedes Ziel ungeachtet seiner prozentualen Gesundheit einsetzt. Also ich muss schon sagen, es wurde sehr viel bei den Legendaries getan. Es ist jetzt schwerer. Für den AOE würde ich auf jeden Fall den Gürtel empfehlen. Für den AOE, also wenn mehrere Gegner, wenn wir wissen, Mythic Plus könnte der Gürtel eine Erwägung sein. Aber der Ring hier in Kombination mit dem hier könnte richtig stark sein, Leute. Also ich werde noch ein bisschen forschen. Aber ansonsten, damit ihr sicher seid, man kann für den, wenn viele Gegner kommen, den Gürtel nehmen.
Und wenn ihr richtig viel Schaden verursachen wollt, könnt ihr die auch den Ring hier nehmen. Das ist sehr wichtig, der Ring hier. Und den Ring hier. Aber der Kopf und der Rücken sind auch nicht so schwach. Also ich müsste das noch ein bisschen genau forschen. Dann könnt ihr euch noch ein paar Infos geben. Da könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob ich das nochmal darüber noch mal ein Video mache, über die Legendaries Einzel. Da können wir ja zusammen mal testen, was mehr DPS macht. Gut, also bei den Stats hat sich auch eigentlich nicht viel getan. Crit ist ein bisschen stärker geworden. Ganz, ganz, ganz wenig wegen den Legendaries. Also wenn man die dann hat. Und weil wir ja dann mit Hinrichten mal kritisch treffen wollen. Damit wir halt immer Turm umsonst einsetzen können. Und ja, ansonsten Tempo und Meisterschaft ist unser Mainstat, also unsere Hauptattribute, die wir immer oben haben wollen. Und ja, abgesehen natürlich von Stärke, weil Stärke ist ja immer, immer erste Priorität. Das ist ja wohl jedem klar. Ja, ansonsten, dann werde ich mal zu der Rota mal kommen. Und mal schauen, ja, wir haben ja eine Duellenfrage. Mal schauen. Aber wir werden erstmal zu der Puppe gehen in Ruhe. Auf jeden Fall ist der Furo-Krieger in diesem Patch sehr, sehr stark, Leute. Und ich würde es euch empfehlen, wer kein Furo-Krieger spielt, den auch mal zu testen, weil in diesem Patch ist er wirklich, wirklich sehr, 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 sehr stark. Also ich finde, er ist einer mit dem stärksten, mit dem Shadow-Stamm, also dem Schattenpriester. Der Schattenpriester wurde ja auch nochmal schön verändert. Das könnte auch ein Geheimtipp werden. Man müsste noch mal alles im Raid und alles gucken, was jetzt stärker ist, was jetzt wirklich oben ist, weil die sind ja noch nicht bei den letzten Bossen, aber es wird sich jetzt zeigen. Gut, also bei der Rota hat sich auch nicht viel getan. Machen wir ein bisschen, greifen wir ein bisschen an. So ein Blut aufbauen. Ja, wir benutzen einfach Blutdurst, immer wenn er bereit ist und mitten der Schlag. Das ist wohl, glaube ich, jedem klar. Und Kampfschrei benutzen wir immer, egal wann. Müssen wir auch mal auf Cooldown halten. Das kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Wir halten das immer auf Cooldown. Jetzt haben wir Toben. Kriegen wir jetzt. Also Kampfschrei benutzen wir immer. Weil das hat so wenig Cooldown. Da seht ihr 50 Sekunden, dass wir das immer benutzen können. Natürlich müssen wir dann aufpassen, dass wir auf jeden Fall immer das für den Boss aufbewahren. Also bevor der Bosskampf startet. Aber das ist, wollten bei 50 Sekunden Cooldown ja wohl locker machbar sein. Gut, das ist jetzt so zum Warmwerden gewesen. Also werden jetzt auch gleich mal bursten. Ja, ansonsten, das hat sich nicht viel getan, Leute. Also der Krieger ist eigentlich gleich geblieben. Nur ein paar kleine Legendary-Änderungen. Und allgemein ein Buff. Und ja, bei der Rota ist es, bei der Burst war es so. Ich starte mit Avatar und Kampfschrei. Die werden immer auf Cooldown gehalten, genauso wie Blutdurst. Wütender Schlag und unser Artefaktwaffen-Skill Odins Zorn. Gut, dann starten wir den Kampf ganz normal. Avatar, Kampfschrei, Blutdurst, Artefaktwaffen-Skill, wütende Schlag. Dann ziehen wir weiter, Leute. Die ganze Zeit ziehen wir weiter, bis wir 100 Blut haben. Da haben wir schon 100 Blut erreicht und geben einmal richtig raus da. Wütender Schlag, wütende Schlitzen die ganze Zeit. Wütende Schlitzen, da haben wir Blutdurst jetzt. Machen wir. Wütender Schlag. Toben. Habe ich jetzt ein bisschen früher eingesetzt. Das war jetzt mein Fehler, Leute. Und ich bitte das zu entschuldigen. Auf jeden Fall ziehen wir die ganze Zeit so durch. Ich zeige euch nochmal. Gleich haben wir 100 Blut. Jetzt haben wir 100 Blut. Jetzt setzen wir Toben ein. Toben, Toben, Toben direkt. Und dann wieder Blutdurst, wütender Schlag, wütende Schlitzen. Blutdurst, wütender Schlag. Ja, das war's eigentlich so mit der Rota, Leute. Ansonsten, wenn ihr irgendwie nochmal den Kampf sehen wollt, wie man gegen mehrere Gegner kämpft, das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Es gibt jetzt noch der Furor-Krieger wurde nochmal neu verstärkt. Also er wurde quasi ein bisschen gereworked, so dass er sich einigermaßen flüssiger spielen soll. Wenn ihr darüber ein Video sehen wollt, über den Waffenkrieger, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben und ich mache dann nochmal darüber ein Video. Ja, und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Und ja, das wird es dann erstmal sein von mir. Ich werde versuchen, den Guide aktuell zu halten und über einen Daumen, Kommentare und über ein Abo würde ich mich auch freuen, Leute, wenn ihr da in Erwägung zieht, mich zu abonnieren. Dann kann ich auch sehen, dass ich in Zukunft für euch mehrere Videos machen kann und dass es bei euch ankommt. Ja, und ansonsten, Leute, das war's erstmal. Ich verabschiede mich von euch und bis zum nächsten Mal.